Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 188. Und ja, wir machen weiter mit dem nächsten großen, wichtigen Spieler. Es ist ein Zerg und wir hatten ihn schon mehrere Male. Es sollte eigentlich schon klar sein, wer es ist. Hier in Grün, niemand Geringeres als Shaedong. Mr. Lee Shaedong wird als nächstes hier in ein paar Replays durchgearbeitet. Er ist eben auch dann der stärkste Zerg der letzten paar Jahre, der Kesper, solange sie eben noch bei Brood War war, also in den Jahren 2008 bis 2012. Aber Shaedong hat ein bisschen eine längere Karriere, er ist auch ein bisschen älter. Flash ist ja 26 Jahre alt, Shaedong ist 29, der wird nächstes Jahr 30. In 2020, der ist Jahrgang 1990. Und Shaedong spielt schon seit 2005 und auch dieses Replay ist eben noch ein bisschen älter. Dieses Replay ist aus 2005, aus dem Januar, und da war Shaedong beim Team Plus. Und das war so sein frühes Debüt, wo er sich so in der Ladder rumgekämpft hat und danach eben dann auch versucht hat, sich wirklich als Pro-Gamer zu qualifizieren. Also er war schon damals stark, aber halt noch nicht in der Pro-Schiene mit drin. Und somit, das ist noch ein, dieses Replay ist noch ein sehr imperfekter Shaedong, nennen wir es mal so. Ein Diamant in Rohfassung muss noch geschliffen werden. Auf der anderen Seite haben wir einen weiteren Zerg. Wir beginnen mit einem ZVZ. Das hier in Violett ist Almond, über den ich leider absolut überhaupt nichts finden konnte. Ja, aber wir haben jetzt erstmal einen Auftakt-ZVZ hier zwischen den beiden. Wir sehen auch typisches ZVZ. Es wird gewonnen-based. Ziemlich fleißig. Wir sehen Pull First. Wir sehen das Gas mit dazu. Ja, die Map hier, das ist Requiem. Das ist auch schon eine entsprechend ältere Map. Hat eine lustige Mitte. In der Mitte der Karte gibt es ja ein paar Mineralien, die einfach aufgestellt sind. Wie ein Kreuz eigentlich. Und die ganze Map ist eigentlich eine Vierspielerkarte. Die beiden sind jetzt hier auch close air gespawnt, wie man sieht. Nebeneinander. Die Overlords scouten das dann auch entsprechend schnell. Beziehungsweise Almonds Overlord hat das gescoutet. Shaedong hingegen, ja, muss erst den zweiten Overlord losschicken. Beide bauen jetzt auch Linge. Wir sehen hier, das ist die zweite Basis. Da geht es eine Rampe hoch und dann hat man hier einen Highground mit einem riesen Eingang. Und das ist die zweite Basis. Das ist bei Shaedong nicht anders. Das ist, wenn wir hier auf seine Basis hochgehen, das ist bei ihm das Ding hier. Also es ist, wie gesagt, eine frühere Karte. Dementsprechend ein bisschen lustig, seltsam sieht sie aus. Sie ist noch nicht so, ja, runtergebrochen, einfach standardisiert wie dann die späteren Brood War Karten. Und die Karte wurde eben hauptsächlich 2005 gespielt, kam dann in 2008, 2009 nochmal wieder. Als Neo Requiem, da haben wir dann auch an dem Ding ein bisschen gearbeitet. Weil, ja, es sind ein paar lustige Sachen einfach, die es auf dieser Karte zu finden gibt. Da sieht man auch schon, das ist eben dieses Kreuz in der Mitte an Mineralien. Mal gucken, wie viele Mineralien sind sogar. Also da kann man, man kann ja keine Hedge stellen hier, in dem Gelände kann man nichts hinbauen. Aber man könnte hier theoretisch Mineralien meinen, wenn wir in ein komplett Ultra-Late-Game kommen. Wir sehen hier, Linge stehen sich gegenüber. Shaedong versucht da durchzukommen, versucht gerade mit zwei Lingen einen eben rauszunehmen. Da kann man nämlich ein schönes Fokusfeuer betreiben, aber beide poppen einfach Linge. Beide gehen auf den Leertag. Wir sehen, Gas wird fleißig gesammelt. Wir sehen noch ein Speed-Upgrade mit dazu hier für Shaedong. Momentan Almond spart sich das hier auf. Und da kommt Shaedong hier aktuell nicht durch. Das einfach mit Lingen die Rampe halten, ist soweit komplett machbar. Es gibt keine Baninge, da heißt, da gibt es keine Probleme. Die nächstbeste Ranged-Einheit wäre die Hydra, aber Hydras im ZVZ sieht man jetzt nicht so häufig. Es ist hauptsächlich tatsächlich Ling Muta einfach. Einfach nur Mastling. Wir sehen, hier kommt der Spire. Und wir sehen den zweiten Spire hier auch. Beide gehen auf den Spire und Almond hat ein bisschen Timing-Vorteil, wenn ich das richtig sehe. Meine Stimme ist heute in keinem guten Zustand, wie man es vielleicht hört. Ah, sehr schön. Ist nicht so wild, man wird es überleben. Ja, das heißt, die beiden gerade so typisch Standoff. Man versucht sich hier ja ein bisschen unter Druck zu setzen mit den Dingen, aber keiner kann da wirklich großartig was machen. Beide müssen warten, bis der Spire da ist. Danach kommen eben Scourge, kommen Mutas. Damit kann man dann ein bisschen mehr anfangen. Man kann die Overlords rausnehmen, man kann versuchen zu arresten. Aber natürlich, wenn Scourge draußen sind und man nur wenige Mutas hat, auf einer Basis hat man halt auch nicht viele Mutas. Da ist einfach das Gas-Income nicht da, da ist das Mineral-Income nicht wirklich da. Das heißt, da geht nicht viel. Somit sind frühe Scourge empfehlenswert, wenn beide auf einer einzigen Basis sind. Shaedong hätte hier die Möglichkeit zu expandieren, weil er momentan die bessere Position mit den Lingen hat. Er bewacht quasi den Ausgang seines Gegners, hat bei sich hier noch Freiraum. Aber die zweite Basis würde auch sofort gescoutet werden vom nächsten Overlord. Wir sehen, mehr Ling-Reinforcement kommen dazu. Beide pumpen natürlich mehr Linge. Man sieht auch, Shaedong sieht, dass mehr Reinforcement von seinem Gegner rankommt. Gleiche Geschichte eben auf der anderen Seite.
Und man braucht dann halt die Länge. Am Ende ist bei Längen viel doch einfach eine Massefrage. Wer die größere Längenmasse hat, hat den besseren Fightstellung. Jetzt hier auch mit dem Speed-Upgrade. Das von Almond kommt mir dazu. Wir sehen Mutas im Bau bei Almond und wir sehen Scourge im Bau bei Chaedong. Das heißt, er will die Mutas direkt kontern. Man kann natürlich mit den Scourge auch Overlords easy snipen. Aber die Mutas könnten hier erstmal eingreifen, denn die werden... Ah, es wird knapp. Die Scourge schlüpfen zwar ein Sticken schneller, aber müssen natürlich über die Karte reisen. Mutas könnten ja auch eventuell diesen Fight beeinflussen. Gegen diese Säuglinge. Könnte einfach ein bisschen draufheizen. Ein bisschen Damage machen dabei. Okay, aber da sind die Scourge unterwegs. Direkt rüber geschickt. Der Overlord wird komplett ignoriert. Und damit beschützt jetzt hier Chaedong quasi seine Länge. Damit die Mutas hier nicht eingreifen. Und man wartet jetzt auch, dass eben hier die Mutas spawnen. Sind auch gespawnt und versuchen zu fliehen. Fliegen einmal komplett weg. Versuchen außenrum von den Scourge wegzukommen. Und haben das auch erstmal geschafft. Chaedong sucht noch ein bisschen danach. Aber schwierig die zu finden. Die nimmt gerade einen Bogen herum. Jetzt wird wieder zurückgezogen. Wenn das nicht Scourge waren, mal... Ja, wieder abgezogen. Jetzt ist hier eben ein Mutter. Ein Mutter reicht hier schon. Es ist einfach nur, dass man ständig Schaden auf die Dinge macht, dass es quasi eine Reaktion erzwingt. Da reicht wirklich eine einzige Mutterlist. Und wir sehen hier auch, der nimmt schon mal die ersten paar Dinge raus. Jetzt kommt die Scourge mit dazu. Und wenn sie um den Mutter kümmern. Jetzt kommen eigentlich nochmal mehr Scourge auf beiden Seiten mit dazu. Die Dinge wollen jetzt hier tatsächlich reindrücken für Chaedong. Aber er hat immer noch hier eine schlechte Pose tatsächlich. Er kann momentan Almond besser mit den Dingen fighten, wenn das sind die Scourge hier stehen zwar, aber kann ich wirklich was tun. Jetzt drückt sie tatsächlich Chaedong weiter rein. Kann Almond hier defenden. Er hat vier Mutalisten am Start. Er hat selber auch Scourge. Ja, aber nicht so ganz mit am Start. Er muss jetzt hier natürlich auch kiten gegen die ganzen Scourge. Er kriegt ein paar davon raus. Am Ende sterben Mutas, aber es sind noch immer Mutas auch übrig. Mit insgesamt drei Stück hier kann Almond weiter defenden. Und somit kann hier Chaedong zurückschlagen. Der schickt nochmal seine ganzen restlichen Ringe mit rein. Versucht natürlich sein Gegner so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Es geht auf die Linge momentan. Natürlich mit dem Attack Move. Momentan jetzt waren die Drones mit reingezogen. Da gehen auch die ersten zwei, drei Drones down. Aber die Linge platzen Stück für Stück. Mindestens vier, fünf Drones, die gesniped werden. Aber die Mutas kümmert sich um alles. Linge Reinforcement kommt nochmal nach. Chaedong hat aber gerade den Overlord verloren. Und momentan versucht er nochmal mit den Lingen. Er kriegt nochmal zwei weitere Drones hier. Und ein paar Linge. Aber er wird am Ende dann doch defended. Und die Mutas stehen jetzt hier sechs Stück. Und da kommen mehr Scourge. Mit den paar Mutas, die da sind, kann man auch. Okay, der war nicht effizient, der Trade. Jetzt haben wir die Sache, wie viele Scourge jagen in die gegnerischen Scourge, um da zu traden. Aber zwischen ist ein Mutter bald da, mit dem natürlich auch die Scourge kiten kann. Das heißt, man kann die snipen, ohne dass sie einen Connect auf den Mutter kriegen. Trotzdem, beide bauen sich weiter auf. Chaedong hier im Supply hinten, trotz allem. Hat hier eine Makro-Hedge gebaut, versucht jetzt hier auch eine Expansion zu setzen. Sein Worker-Count ist selber nicht so prickelnd an den Mineralien, aber ich habe jetzt im Gegner jetzt raus. Jetzt versucht es hier mit dem Scourge was zu machen. Versucht die Mutas zu snipen, aber bisher läuft es nicht so gut. Er kriegt ein paar Mutas, aber es sind immer noch fünf da. Es werden immer noch welche nachgebaut. Und jetzt wird Chaedong, wie es aussieht, den nächsten Overlord. Ja, der Overlord wird fallen. Und jetzt auch hier in den Natural bei Almond. Der währenddessen, er kriegt sogar nochmal Overlord. Das ist bitter, da das alles Minerale, die Chaedong nicht unbedingt einsetzen möchte zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist einfach Supply blockt. Muss also einen Overlord bauen. Da führt kein Weg drumherum, weil bis der Hedge fertig ist, das dauert noch ein ganzes Stück. Momentan hat er hier Link Scourge Defense. Mehr Scourge müssen gebaut werden gegen die Muta-Bedrohung. Und da ist eventuell nochmal ein Overlord, der gefunden wird. Momentan traut sich aber Almond nicht weiter raus, will lieber defenden als aggressiv werden. Und er hat hier an sich die viel bessere Ausgangslage. Er hat den Muta-Count und Mutas sind da ziemlich mächtig, währenddessen Chaedong bereitet einige Scourge vor und er muss da auch richtig schöne Connects kriegen. Static Defense hat hier nicht wirklich. Wir sehen hier drüben nochmal kurz den Link Scout auf der Suche nach einer eventuellen Proxy Base, dass man davon nichts überrascht wird. Aber sieht bisher ordentlich aus für Almond hier. Er hat hier den Vorteil. Man sieht es im Supply schon ziemlich deutlich. Er hat zwar nicht, auch nicht das Killer Income, aber er hat die Mutas. Die Mutas sind im Generellen ein ziemlich großer Vorteil. Momentan sehen wir Chaedongs Basis. Wird jetzt dann fertig, er hat sie wieder aus dem Supply Block freigebracht, wird auch sofort das Gas genommen, dass man eben mehr Mutas selber bauen kann. Aber das ist schwierig, weil wenn der Gegner eben mal den Muta-Vorteil hat und den auch weiter ausbaut, ist es schwierig von da wieder zurückgekommen. Also es ist wirklich kein einfaches Match hier, gerade für Chaedong, der jetzt einen weiteren Overlord verlieren wird, also wieder einen Supply Block abkriegt. Und das summiert sich eben auch, der Schaden, den er dadurch erhält. Jetzt versucht Chaedong wieder mit den Lingen, Problem ist halt... Sein Gegner hat selber sehr viele und hat immer noch die Mutas mit dabei. Jetzt kommen die Scourge mit rein. Waschen mitten rein. Es sind trotzdem vier Mutas übrig. Zwei davon mega angeschlagen. Aber die Scourge haben nicht gleich eine Mutas raus. Und dann wird Chaedong auch hier den Link-Fight verlieren. Und auch wenn er hier gerade sehr viel mit den Lingen getradet hat, die Mutas entscheiden da einfach den Fight. Und Chaedong weiterhin im Supply hinten. Aber er hat eben die zweite Basis, von der er jetzt meinen kann. Auch wenn die Drones gerade noch fehlen. Die waren gerade gebaut für das zweite Gas. Der Gegner hat immer noch Mutas, wenn auch nicht mehr viele. Wird auch hier noch weiter Gas gesammelt, weiter Mutter wird produziert. Und jetzt kommen mehr Drones gerade für Almond. Er droht ein bisschen mehr tatsächlich als Chaedong momentan. Also wird dann auch das bessere Income erhalten. Auch wenn er hier an der Mainbase noch nicht so viel hat, wie man sieht. Auch hier ist eben die Makro-Hedge mit dabei. Er hat weniger Income in der Mainbase als Chaedong. Chaedong hat da, glaube ich, ein paar Drones. Oder? Das ist ziemlich ausgeglichen.
Hallo, der kennt direkt einen Counter. Jetzt kommt da direkt nochmal der nächste Attack. Scourge wieder mit dabei. Wir schauen wieder auf die Mutas, denn die sind das Wichtige hier. Und es sind wieder 4 übrig. Das heißt, so viel Schaden, die Dinge auch machen, wir warten nicht drüber. Okay, 3 Mutas sind es noch am Ende. Und jetzt versuchen wir, die Dinge so viel Ground Damage wie möglich zu machen, wie man sieht. Die Dinge wurden alle überrannt. Und jetzt müssen die Mutas für die Defense einspringen. Aber was sollte auf lange Sicht halten? Da kommt nochmal Ring Reinforcement zu Chaedong. Hat nicht zu viel Linge, stimmt. Es nur nochmal ein paar Linge nach. Aber die Mutas leben halt noch immer. Das ist nochmal das große Problem für Chaedongs Ling-Attack. Man sieht auch hier, die Linge versuchen da durchzukommen, aber werden geblockt von den feindlichen Lingen. Da kommt einfach auch nicht so viel Harassment zustande. Ja, der Link vielleicht mal irgendwas mitnehmen, versucht eine Drone zu erwischen, aber nein, kriegt er nicht. Also nächste Welle von Chaedong wieder rausgeschickt, wieder gut gegen die Mutas abgetradet. Ich meine, es waren nur noch 3 übrig, aber es hat nicht ganz gereicht, um die Mutas komplett loszuwerden. Und jetzt werden wieder Mutas nachgebaut. Ja, das haben wir hier kurz einen Mutter von Chaedong, der versucht, Overlord loszuwerden. Aber er kriegt jetzt selber Mutter Wrestling ab und da fehlt eben jetzt auch die Anti-Air. Eine Mutas gegen 4 kann man nicht fighten und jetzt kommen die Scourge mit dazu. Das ist eine Scourge-Torte, die reicht, um die Mutas des Gegners zu vernichten. Da kommt auch komplett der Rückzug. Da sind jetzt nochmal mehr Mutas mit dabei, um eben hier versuchen zu snipen. Aber erste Mutter geht bereits down. Scourge jagen hier weiter hinterher, versuchen natürlich jetzt in die geklumpten Mutas irgendwie reinzukommen. Der Scourge kann man jetzt hier rein. Oh, das war nicht effektiv hier. Es bleiben trotzdem die Mutas übrig, 4 Stück. Die Scourge haben sich alle auf einen einzigen Mutter hier konzentriert und das war mega übel gerade für Chaedong. Jetzt fehlt auch wieder die Overlords. Ah, das läuft so nicht gut. Da war der Bellypunk mit dabei und die Overlords haben sich über die Karte bewegt. Die wird Chaedong wieder verlieren. Und jetzt wird die Sache schlimmer und schlimmer tatsächlich für ihn. Er hat immer noch Mutas, viele Mutas gegen sich, hat selber nicht den Muta-Vorteil. Versucht immer noch mit Scourge dagegen arbeiten zu können. Er hat wieder den Supply-Block und ja, sein Gegner hat jetzt hier die Natural und die meint jetzt auch Stück für Stück, das Gas hat nochmal neu genommen. Jetzt war eine Linie aufgebaut. Aber Chaedong gibt sich noch nicht ganz geschlagen. Er macht jetzt mal kurz, man sieht es hier. Er merkt, ich habe jetzt mehr Gas, als ich Minerals habe. Ich schicke jetzt mal eine Drone vom Gas raus an die Minerals, einfach um das Mining noch ein bisschen zu optimieren. Das sind die Kleinigkeiten, weil man eben im ZVZ wirklich nicht viel Economy hat. Sobald Chaedong, okay, in seiner Mainbase sammelt er schon gar kein Gas mehr, sondern der nächste Ling-Attack kommt einfach. Wieder mit dem Scourge mit dabei, wieder sind 5 Mutas hier am Start. Reicht das hier jetzt? Gar schon das Scourge-Spiel hat da rein. Es ist ein einziger Mutter übrig, das heißt, es ist nicht viel Damage von oben. Und Chaedong hat jetzt die beste Möglichkeit, um hier Schaden zu machen. Aber es kommen mehr neue Mutas mit ran. Und die Länge hier waren trotzdem von den feindlichen Dingen noch gut geblockt. Am Ende sind hier in der Natural doch einige tote Drones. In der Mainbase geht es auch zur Sache an und muss jetzt hier die Drones zusammenziehen. Sieht jetzt hier auch, ja, versucht die wegzuziehen, aber fehlt auch hier in der Mainbase nochmal eine weitere Drone. Und am Ende sind es hier. Ja, es sind keine 12 Drones mehr übrig, aber auch der Chaedong-Mutter ist hier noch mit am Fighten. Der wird hier fallen. Ja, am Ende bleibt bei Almond wieder ein bisschen Mutter-Kant übrig. Chaedong baut neue Scourge, baut neue Linge, aber verliert einen weiteren Overlord. Das ist ein bisschen sloppy. Ja, wie gesagt, das Spiel ist von 2005, das ist schon einige Jahre her. Da war Chaedong noch nicht auf seiner dominanten Phase. Aber trotzdem, bisher ein schickes Match. Fährt sehr viel hin und her. Man sieht, die nächste Villain Scourge kommt, versucht die Mutter jetzt hier schon zu snipen. Gelingt gut. Es ist noch eine übrig, da kommt der letzte Scourge. Und der sollte eigentlich reichen, um den letzten Mutter zu snipen. Sieht den jetzt auch. Und damit sind dann die Mutas auch aufgeräumt hier. Das heißt, es sind dann nur noch Linge übrig bei Almond. Mit dem, gut, der Mutas, ja, mit dem Scourge hier erledigt das schon. Somit kein Mutter mehr übrig bei Almond. Hat aber jetzt selber Scourge dafür gebaut. Jetzt dreht sich die Sache quasi. Jetzt hat der Gegner die Mutas, jetzt baue ich die Scourge. Und der eine Mutter, der draußen ist, wird dann nicht viel erreichen. Hier hat Scourge gegeneinander eventuell ein Hold Position tatsächlich. Da kommt einfach nur der Scout oben drüber. Weil das in der Mutter wird hier gejagt von den 2 Scourge. Man braucht eben 2, um einen zu finishen. 110 Damage, beziehungsweise der ist verletzt. Da bräuchte man nur einen einzigen Scourge tatsächlich. Der Mutter versucht hinten ranzukommen, währenddessen wieder Ling-Attack unterwegs. Der Mutter wurde gerade gesniped, die Linge fighten jetzt hier gegeneinander. Keiner der beiden hat irgendwelche Ling-Upgrades. Ab momentan die Masse gehört einfach hier Almond. Der wird dann weiteres Mal zurückgeschlagen. Die Scourge traden sich gerade ein bisschen gegenseitig ab. Und ich bin momentan nicht mal mehr sicher, wer das bessere Mining hat. Wir sehen hier 8, 9, 10. Das 11 Drones in der Main und 2 Drones in der Natural. Gegen, was sind das hier? 8, 9, 10 Drones in der Main und nochmal 3, 4 in der Natural. Also es ist ziemlich gleich auf dem Drone Count. Es ist nicht viel Unterschied. Am Ende gibt es jetzt hier noch gleich einen riesigen Link-Fight. Mal sehen, wie lange die beiden das hier weiterführen. Denn, ja, Chaedong rückt mal wieder aus. Versucht hier wieder Damage zu machen. Linge gegeneinander. Das ist eine Frage der Fight-Position. Und Chaedong verliert diesen Fight, wie man sieht. Sein Gegner hat einfach zu viel. Zumal mit den Overlords kann man auch schlecht abschätzen, wie viele Linge da unten drunter stehen. Wenn da Linge unten drunter stehen. Almond bleibt ein weiteres Mal defensiv stabil. Und Chaedong kommt einfach nicht durch. Versucht's aber. Er versucht sein Bestes. Er hat schon so viele Wellen jetzt auf seinen Gegner losgeschickt. Hier nochmal ein bisschen Scourge-Gejage. Traden sich gegenseitig. Ein Scourge für ein Scourge.
Da gewinnt man, verliert man nichts. Man nimmt halt das Scouting quasi des Gegners raus. Wenn man den endlich mal kriegt. Das ist süß, nicht wahr? Wie man da hinterher jagt. Irgendwann, wenn er zu nah rankommt, dann explodiert das Ding. Währenddessen werden wieder neue Dinge gesammelt bei beiden Seiten. Die Scourge haben sich gerade weggetradet. Hier sind bei Chillung wird nochmal Scourge gebaut. Wenn das ein Diamond pumpt, gerade nur noch Linge. Und nimmt auch hier kein Gas mehr in seiner Natural, nur noch in der Main. Hat auch sehr viel Gas noch auf der Bank mit 900, also er braucht nicht so viel Gas in Kamm. Denn er versucht jetzt einfach mit einer riesen Lingmasse zu lösen, weil Chillung natürlich auch auf sehr viel Linge spielt. Das heißt, es wird einen weiteren großen Lingfight geben. Und ich glaube, dass Almond hier die größere Masse momentan hat. Wenn man das... Units-Tab wäre jetzt was sehr, sehr Geiles, aber ja, hat man leider nicht. Aber man sieht hier auf jeden Fall, da sammelt sich sehr viel Linge und auf Entscheidung hier reinrennt. Die Pose würde dann nicht ganz angenehm für ihn. Währenddessen sind wieder mal Scourge unterwegs. Und das ist einfach wieder mal zum Scouten. Was treibt der Gegner? Aber auch der Gegner baut jetzt wieder Scourge. Das Gas bei beiden inzwischen fleißig vorhanden, aber keiner der beiden möchte wirklich Mutas bauen. Weil beide bei dem Punkt angekommen sind, wenn sie wollen, werfen sie sehr viele Scourge aufs Feld. Und bis man dann erst wieder den Mutaball aufgebaut hat, dauert. Gut, und Pomp in dem Moment drückt auf Chillung wieder drei Mutas an. Aber die werden kein leichtes Leben haben. Wie man sieht, da kampieren bereits zwei Scourge über diesem Ei hier. Und auch hier in der Natural ist die gleiche Geschichte. Und ja, Chillung klärt mit seiner eigenen Scourge die Feindlichen weg. Und damit eben die Mutas in Ruhe spawnen können. Ähnliche Geschichte eben hier. Sobald da was rauskommt, sind die Scourge in der Gegend und können das abscouten. Mehr Linge werden immer noch produziert. Ist immer noch eine wahnsinnig knappe Geschichte im Supply. Aber... mal sehen, wer hier den nächsten besseren Fight hat. Die Lingmasse gegen Lingmasse. Das sind wieder mal Scourge-Trades. Mutas sind unterwegs von Chaidong. Für den Versuch nochmal Harassment zu starten. Ist so banal, wie Low Economy ZVZ einfach ist. Inzwischen haben wir hier übrigens auch das volle Kreuz gescoutet. Das sind auf dieser Map vorhanden ist. So, die Mutas hier wollen in die Mainbase rein. Static Defense haben die beiden nicht. Das sind ein paar Scourge von Chaidong. Hier der checkt natürlich damit... hat man gegen einen Mutalisten oder nicht? Oh, aber da sehen wir was richtig Wichtiges. Nämlich plus 1 Melee-Attacks. Wurde hier angedrückt, wenn das Mutalisten geht hier rein, dann müssen die Scourge mit rankommen. Wo sind die Scourge momentan? Von Almond. Die kommen jetzt gerade. Es sind nicht viele. Spawnen auch gerade frisch. Und somit ja, kann Jadon nochmal einiges tun. Mutas jagen weiter hier die Drones. Die werden jetzt hier nochmal gegengemalt. Es ist einige Drones der Mainbase gestorben. Werden auch nochmal ein bisschen nachgebaut. Scourge versucht jetzt hier nach und macht die Mutas zu gehen. Es ist gleich noch ein einziger übrig, wenn die Scourge hier reingehen. Ja, noch ein einziger Mutter mit ein bisschen Hitpoints, da kann man immer Damage machen. Es wurden nochmal Scourge benötigt, die kommen jetzt hier auch gerade. Das heißt, dieser Mutter wird jetzt auch aufgeräumt, aber Damage wurde einiges getan. Also, das sind sehr viele Drones down gegangen. Hat einiges an Mining Time gekostet. Trotzdem, wenn Chaidong hier noch zu lange wartet, wird er gegen einen plus 1 Melee-Attacks kämpfen müssen. Und dann fighten seine Dinge einfach generell schlechter. Also, mal sehen, wie lange er hier noch sammelt, bevor lospusht. Er baut jetzt selber wieder Drones auch. Beide Drohnen wieder ein bisschen. Aber nicht viel, man möchte nicht zu viele Drones bauen. Es sind auch mega viele Linghaufen hier auf dem Feld. Bei beiden Spielern, wie man das sieht, unter den Overlords. So viele Linge, wenn das sind, wir hören wieder den Scourge Trade. Mal wieder unterwegs. Was für ein Match hier, 18 Minuten ZVZ und halt quasi One-Base-Mining. Also es ist ein bisschen von der zweiten Basis, aber das ist nicht wirklich viel Mining. Und das plus 1... Attack-Upgrade macht Fortschritte und das wird, so wie es aussieht, durchkommen. Zeitung sich nicht bald hier ranhält mit einem Push, aber er baut jetzt nochmal hier einen Overlord, ist gerade, ist gar nicht mal so Supply-capped. Nicht sicher, was er vorhat hier. Er scoutet natürlich nochmal fleißig, um zu entscheiden, was mache ich hier. Man hat die Scouting vorher mit den Scourge, die nimmt nochmal die Mutas mit, aber momentan sehr viele Scourge unterwegs bei Almond. Sehr, sehr viele. Und da setzen sich die Linge in Bewegung. Ja, Zeitung klärt nochmal einen Link-Scout und jetzt geht's hier los. Das plus 1 ist noch nicht durch. Das heißt, dieser Fight könnte noch was werden. Aber es sind so viele feindliche Lange, wie man hier sieht. Und ja, die beiden rennen jetzt hier aufeinander zu. Chaidong versucht den Fight zu nehmen, aber da kommt sein linke Force ein bisschen spät. Und er fliegt währenddessen die südliche Flanke. Die nördliche gehört zwar ihm, aber jetzt die restlichen Dinge fighten mal gegeneinander. Und jetzt kommt schon wieder ein bisschen den Force nach. Jetzt kommen die Mutas mit ran. Wird aber sofort gejagt von den Scourge. Es ist noch ein Mutter hier übrig. Es ist noch eine Scourge in der Gegend. Und Chaidongs Linge werden hier einfach alle abgefarmt. Und er kann diesen Fight nicht gewinnen. Und damit sieht das nicht mehr gut für ihn aus. Denn gleich haben seine gegnerischen Linge, von denen noch sehr, sehr viele übrig sind. Nebenbei bemerkt, das plus 1 Upgrade und dann machen sie ordentlich ganzen Schaden. Die Mutas versuchen jetzt nochmal mit dem Counter-Rassment, aber das sind Scourge in der Gegend. Minus 1 Mutter, minus den letzten Mutter, die Linge hier fighten jetzt weiter. Plus 1 ist noch immer nicht durch. Also momentan kann hier Chaidong noch weiter defenden. Ah, tatsächlich, es hält nochmal. Er hält die Linge nochmal auf hier gerade von einmal. Die Sache läuft nochmal weiter. Jetzt ist plus 1 durch. Amund baut einfach weiter Linge wie ein Wahnsinniger. Beide haben inzwischen sehr viel Gas. Könnte man eigentlich auch die Drones aus dem Gas rausnehmen, die Minerals stecken. Aber, ja, es ist halt auch, man weiß nicht, wie viel Gas man plötzlich braucht.
Scourge sind wieder unterwegs. Und jetzt fighten die Mutas, fighten keine Mutas mehr, sondern nur noch die Linge gegeneinander. Und jetzt hat eben Chaedong den Upgrade-Nachteil. Jetzt ist es plus 1 gegen plus 0. Und Chaedong mag das auch ziemlich schnell. Schnell seine Linge wegplatzen. Man kann natürlich auch immer den gegnerischen Link anklicken und zu sehen, hey, okay, der hat das Upgrade drauf. Das ist ein Problem für mich. Und damit wird Chaedong hier weiter zurückgetrieben. Er versucht nochmal Linge zu bauen. Aber jetzt ist es einfach die Effizienz der Trades mit dem plus 1. Man sieht, wie krass Chaedong hier abgeräumt wird mit seinen Lingen. Und da kommt dann auch entsprechend der Leaf, weil er weiß, er kann von hier an nicht mehr weiter gewinnen. Er hat seine Linge bereits verloren. Sein Gegner hat ein besseres Upgrade. Und das führt nirgendwo mehr hin in diesem Fight, in diesem Match. Und nach 20 Minuten ist es hier der Sieg für Almond tatsächlich. Chaedong muss sich geschlagen geben. Aber lang umkämpft, viele Ling-Engagements, ZVZ, Low Economy, Muta getrade, Scourge. Man hat viel kleine Dinge eben gesehen, die auf diesem ZVZ ankommt. Hat man die Lufthoheit, kann man mit den Mutas nochmal harassen. Es sind viele Entscheidungen, die man in diesem Matchup treffen muss, obwohl man nicht viel, wirklich viel Economy hat und nicht viel Production, aber es gibt viele kleine Dinge, die da wichtig sind im Hin und Her zwischen Lingen, Scourge und Mutalisten. Jo, das war das erste Match von Chaedong. Da kommen natürlich noch mehr. Das war Replicast 188. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.